In der letzten Folge bei Flüfs haben wir uns der ersten Arena gestellt und oh my God, was ein Kampf. Ehre an die Rolling Brothers. Wir sind so weit wie noch nie zuvor und suchen jetzt mit neuen Encountern weitere Verstärkung für unser Team. Was für eine Tier hast du bekommen? Ich habe Fake Tears leider. Ich habe Sprout bekommen, glaube ich. Was war Sprout nochmal? Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe den Text geskippt. Nee, Spore. 100% Einschläfern? Damn. Ja, aber ich kann es nur Simi Roland beibringen, leider nicht Robert. Ja gut, wir können gucken, ob Shinx es lernen kann. Falls wir Shinx es wieder reinnehmen, das musst du jetzt sagen. Was willst du lieber haben? Voltoball oder Shinx? Ah, das ist halt echt die Frage, ne? Ich sag mal so, Rollout war jetzt zwar praktisch, aber im generellen Spielverlauf ist es bei weitem nicht so stark wie in der Käfer-Arena. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich nehme Shinx aber wieder mit. Ja, alles klar, dann wechsle ich auch wieder aus gleich. Bin mal gespannt, ob ich einen Mega kriege oder nicht. Oh, weißt du, was auch der Grund sein könnte? Was? Was ist, wenn es nicht daran lag, dass ich es abgelegt habe, sondern es vorher schon Dingens war, weil ich gespeichert und ausgemacht habe und es über den normalen Spielstand geladen habe? Ja, maybe. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren, weil dann darf ich es jetzt nicht mehr benutzen. Nicht mehr als Mega. Ja, jetzt habe ich nämlich einen Blaziken. Oh. Ah, sad. Wir könnten zwar jetzt dafür sorgen, dass ich ewig einen Mega-Blaziken habe, aber das wäre nicht fair, glaube ich. Von daher, leider ein normales Blaziken. Sad. Alright. If you say so. Ja, komm. Das wäre halt, weil auf einem normalen 3DS wird es halt nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Deswegen. Wir kriegen übrigens jetzt den XP-Share. Den machen wir nämlich an fürs Erste aus. Ja. Um nicht zu überleveln. Wir waren technisch gesehen eh schon überlevelt, aber wer da jetzt rumheult, der kann mich mal ganz ehrlich. Das war knapp genug. Okay, neuer Encounter. Ja, let's go. Oh, stopp. Kann Shinx Spore lernen? Weil das wäre gut zum Encounter-Fang für dich. Ja. True. Nein. Kann das nicht. Dann los. Ich hab was. Ich nicht. Jetzt hab ich was. Oh, ein Libeldra. Unrelikant. Typ Stein oder Typ Wasser können wir also auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Und das ist halt actually nice wegen den Feuermons. Ich glaube aber, gelesen zu haben, dass Flygon hier Drache Käfer ist. Was wild ist. Not gonna lie. Das ist eine wilde Kombi. Ja. Schwäche ich das erstmal? Mit was? Mit Pursuit? Das wird resisted, oder? Ja, Pursuit killt das Ding auf keinen Fall. Das steht fest, ob ich hab's gehört. Okay. Es sei denn, es wird gekrittet. Er selbst mit dem Crit nicht mal ansatzweise. Oh mein Gott, das macht ja einfach gar nichts. Du musst nur aufpassen, es könnte sich durch deine Passive Gift abholen. Also mach's nicht zu low. Das Problem ist, Flygon ist auf dem Counter, weil er geburnt ist. Oh no, das ist schlecht. Das ist schlecht. Du hast nichts Besseres als Pokébälle, ne? Nein. Okay, Relikant ist auch auf dem Counter. Ja. Und das Schlimmste ist, ich muss jetzt einmal heilen. Und der überlebt dann nur noch einen Burn. Ja. Zu risky. Ich will nicht, dass wir das Boy-Pair hier verlieren. Hast du vielleicht irgendwie Ruheort, Kollege? Irgendwie? Ja, vielleicht war Glut nicht das Play. Nee. Jetzt muss es drin bleiben. Wenn es jetzt ausbricht, ist Ende Gelände. Ist Ende Gelände. Premierball, sagst du? Ich meine, der ist genauso gut wie ein Pokéball, also go for it. Let's go! Es ist super low, es ist geburnt. Oh mein Gott, die sind beide ausgebrochen instant bei uns. Das ist fucking sad. Ja. Ja, dann kann ich es eigentlich killen, Mann. Ne? Ja, natürlich. Schade. Ich hätte gern Relikant gehabt. Ich hätte gern Flygon gehabt. Mm. Ah, das ist sad. Aber hier gibt's immerhin ein paar Items, I guess. Ja. Das ärgert mich. Quickball, den hätte ich gebraucht. Ich könnte hier Great Balls kaufen. Oh, durch die Arena können wir jetzt Superbälle kaufen und ich hab's nicht gemacht. Oh mein Gott, report mich einfach. Ja, ich hab's auch nicht gemacht, also. Report mich einfach, ohne Witz.
hätten Flygon und Relikant haben können. Ich glaube, Relikant ist sogar wirklich tanky. Das wäre echt gut für dich gewesen. Ja, ja. Vor allem, es hätte halt meine Feuerschwäche komplett weggenommen, ne? Es tut mir so leid. Ja, es ist nicht schlimm. Also schon, aber halt. Ist nicht schlimm, aber. You know what I mean. Ist nicht schlimm, aber schon. Okay, ich kaufe jetzt sofort Superbälle. Ja, so viel Cash wie du habe ich leider nicht, wegen dem Münzerbundet. True, das Münzerbundet carry gerade hart. Ich muss Robert auch ein bisschen Switch trainen, glaube ich jetzt. Ja, ich versuche gerade auch ein bisschen Blaziken hochzuziehen, weil der ist auch nur Level 12 jetzt. Ja, ja. Oh mein Gott, hier gäbe es ein Kobalium. What the fuck? Das hätten wir nicht gefangen. Nein, auf gar keinen Fall hätten wir das gefangen. Ich weiß gar nicht, wo der nächste Encounter kommt. Ich auch nicht, auf der nächsten Route wahrscheinlich. Ja, aber ich weiß nicht, ob die nächste Route vor der nächsten Stadt kommt oder ob die Route sich jetzt durchzieht bis dahin. Das wäre natürlich kritisch. Na gut, die nächste ein Stadt Shiny! Warte, ist das ein Shiny? Nein, das ist Mega. Ja, nee. Oh. Ah! Okay, ich sehe. Ich habe noch nie das Mega gesehen, deswegen war ich gerade verwirrt. Wild. Nein. Nee, das ist Mega Latios. Ja, Mega Latios steht da, ja. Was hat das denn für Typen im Mega? Hat das irgendeine Typänderung? Drache Psycho hat das nach wie vor. Ja, kritisch, ne? Soll ich verfliehen? Ah, ja. Ich könnte es mit Shining Star probieren. Es wird halt nichts allzu Gutes haben, ne? Also. Shining Star wahrscheinlich schneller als Robert, I guess, oder? Ja. Ja, kannst du natürlich auch versuchen zu fliehen. Ich meine, Robert wird nicht gewonnen, glaube ich nicht. Nein, ich probiere einfach mal. Ja, never mind. Es hat Helping Hand eingesetzt, stark. Ja, gut, dann kannst du ja nochmal versuchen. Ja. Psywave, okay, jetzt wechsle ich auch. Das ist das mit dem Random Damage, ne? Oh ja. Ja, dann muss er auf Shinox gehen, I guess. Mhm. Schade, dass du nicht den Pokewedel gefunden hast. Der wäre jetzt praktisch. Ja. Ich konnte schon wieder nicht abhauen. Das ist schlecht. Das ist schlecht, ja. Lass mich bitte fliehen. Danke. Oh mein Gott. Vielleicht solltest du dich von dem Gras fernhalten. Ja, aber ich muss Robert irgendwie trainieren. Ja, den können wir auf der nächsten Route dann trainieren. Aber dieses Megalatios nimmt halt dein Team auseinander. Ja. Du wolltest was gegen Psycho und was gegen Feuer. Mhm. Ich laufe wirklich nur in irgendwelche Viecher, die mich komplett wegsweepen, ne? Guck mal. Ja gut, aber das sollte mit Spark doch gut gehen, oder nicht? Ja, ja. Ach, du hast jetzt zwei Low-Level-Pokémon, ne? Weil Dingens ist ja auch Low-Level. True. Ja. Das ist mies. Weakness Policy! Ah, stark. Yo, Schwächenschutz? Das ist heftig. Ist halt One-Time-Use, ne? Aber ist wild. Kannst du sehr gut für eine Arena aufsparen. Oh, Robert will Leech Seed lernen. Oh, PogChamp. Lee oder Growth? Ich glaube, ich mache Lee, mache ich, glaube ich, weg. Okay, okay. Ja, macht Sinn. Sich selber zu setupen ist häufig schlauer als Gegner zu schwächen. Ja. Aber nicht immer, also. Oh, true, das entwickelt sich ja jetzt. Junge, das ist natürlich dick für dein Team. Ja. Jetzt kannst du Robert da gleich noch an den Wasser-Pokémon trainieren und dann let's go. Ich meine, es ist erst Level 15, das Shinx. Boah, ist die Animation lang. Ich merk's, holy shit. Und auch nicht so übertrieben wie ein Legendar-Zotz. Ja. Das ist einfach so ein weißer Blob hier. Oh, das ist ein Trainer hier, okay. Ich dachte, die skaten hier einfach nur so rum. Doppelfight! Einfach ein random Trainer ist einfach ein Doppelfight! Ja, wild! Wild! Und er hat zwei Flug-Pokémon, also ich weiß nicht, ob du da rein willst. Eigentlich eher nicht, nee. Ich weiß auch nicht, ob ich hier rein will, fällt mir gerade auf. Das ist übelst schlecht für mich gerade. Also wäre das ein Einzelkampf, easy game, easy life, wegen Luxio. Aber. Ja, du hast Protect, aber... Ja, ich kann Protect halt nicht jede Runde spammen, so. Das funktioniert halt nicht. Okay. So weit, so gut. Wow, ich hab die nächste Mail bekommen. Oh, fuck. Ich glaube, ich hab gemisplayed. Wieso?
Noch ein Kobalium. Wild. Burn ihn! Flüß! Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass Dingens schneller ist als beide meine Mons. Ich habe eigentlich gedacht, dass ein Dusselgur schneller ist als Arceus und Blaziken. Das war es auch gar nicht. Post-Production haben es da hier. Denn ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich damals sehr verwirrt war, weil ich mir sicher war, dass ich in der ersten Runde schneller war als Dusselgur. Und das war ich auch. Was ich nicht wusste und was mir erst im Schnitt aufgefallen ist, ist, dass Dusselgur in diesem ROM-Hack einfach Orkanschwingen hat. Konnte ich ja wohl mal absolut nicht wissen, also dürft ihr jetzt echt kein Auge machen. Oder? Jetzt ist es doch kein Clickbait mehr. Ah. Ja doch, aber er ist real geworden, das gefällt mir nicht. Fuck! Das war's mit Luxio. Mhm. Das tut mir so leid. Das Geile ist, jetzt habe ich... Jetzt habe ich doch wieder Voltoball erfahren. Mach den mal in eine andere Box, irgendwie Box 7 oder so. Achso, ja. Ja. Das tut mir wirklich leid. Das ist halt jetzt echt richtig scheiße. Ja, ist es. Geil, back to the roots mit Voltoball. Ich hasse dich. Mein Makuhita wurde legit geone-shottet von Full HP. Ich hasse dich. Ich konnte nichts machen. Nichts. Wir verlieren jetzt nicht ernsthaft die scheiß Soul-Link an einem random Trainer. Wir verlieren irgendwo an einem der Pampa. Wir verlieren legit an einem Boothogel. Okay, ich habe Super Potions gekauft. Weißt du, ich bin gerade aus dem Pokémon Center raus, jetzt darf ich den nächsten Knecht ablegen gehen. Junge, lauf nicht in die Trainer rein, die um den Brunnen fahren. Okay. Ey, der hat einfach von Full HP geone-shottet. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ja, jetzt können wir Don't Do Drugs doch wieder mit ins Team nehmen. Nein. Geil. Weil ich habe Arceus im Team. Ach ja, true. Doch, wir können ihn ins Team nehmen, wenn ich die... Habe ich nicht die Dingensplatte? Die Elektroplatte? Ja, hast Dann du. Dann kann ich den zu Elektro machen. Dann können wir den mit reinnehmen. Willst du das denn? Hm? Willst du das denn? Das macht für mich ja keinen Unterschied großartig, ob es jetzt normal oder Elektro ist. Ja, doch, wenn es... Achso, ja. Ja, doch, wenn es Elektro ist, muss ich Voltoball wegtun. Voltoball ist tot. Ist nicht Robert tot? Ich habe nur noch einen Mon. Achso. Ah, nee, stimmt. Voltoball ist zu Dingens gepaart. Mit dem, was bei mir noch auf der Box ist, ne? Ja. True. Ja gut, was ist dir denn lieber? Ich meine, ich habe reingeschissen. Ich habe lieber das Voltoball als ein Kukma da. Okay, dann nehmen wir das Voltoball. Die Rolling Brothers leben ja noch. Ja, geil. Oh nein. Junge, das ist ein random Kampf, der von Doppelkampf ist. Fuck. Und wir haben auch noch den Accounter davor verkackt. Ja. Wild. Oh nein. Oh nein, Hamster, nein! Ja, ich glaube, das war's. Oh nein, das ist auch ein Doppelkampf. Hä? Hey, warum lebt der wieder? Hä? Der hat doch keinen Lebensball. Hä? Okay. Okay, weird. Könnt ihr den jetzt trotzdem angreifen? Ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht benutzen. Ja, das war's. GG. Nee, der killt mich jetzt nicht. Du musst heilen, ja. Ich hab super Tränke. Ja, der steht da jetzt einfach. Verlierst du überhaupt das Match, wenn jetzt Arceus stirbt?
Ich weiß es nicht. Ich bin halt irgendwie am Inten, kann das sein? Ja, ein bisschen für, aber nur ein ganz kleines bisschen. Okay, Taylor ist besiegt. Ja, der hat noch drei. Oh mein Gott, Farfetch könnte Typ Kampf sein, ne? Ja. Meinst du, Cosmic Power ist das Play? Ich weiß nicht, ob Farfetch ein Typ Kampf ist. Oder ob nur normal. Oder normal Kampf. Cosmic Power erhöht meine Defensivwerte. Achso, okay, dann. Weil ich habe ja nur noch zwei Heiltränke. Du kannst einmal dafür gehen und dann nochmal heilen. Ja, ja, das wäre mein Plan jetzt. Okay, Aerial Ace, das tank ich auch locker. Weil dann ist der Trank halt effizienter genutzt, weißt du? Ja. Okay, Trank Nummer 2. Pokéball. Okay, Aerial Ace. Ja, das tankst du locker weg. Zweimal Aerial Ace. Okay, Seismic Toss. Ich mache halt auch keinen Damage, ist mein Problem, ne? Ja. Diese Animation geht mir jetzt so auf die Eier, ich muss die jetzt so oft sehen. Ja, Karma! Ja, Karma. Das ist ein 3-KO. Du hast auch bald keine AP mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht genug AP, um die zu besiegen. Ja, struggle it in. Struggle it in. Was macht denn Natural Gift? Ich habe keine Beere drauf. Das ist Beerenkräfte. Oh. Ja, jetzt hat er noch zwei Mons. Ja. Wie viel AP hast du noch? Janma. 11. Könnte reichen. Okay, pass auf, ich muss eh heilen. Dann mache ich lieber jetzt direkt, dann riskiere ich keinen Crit-Kill. Ja. Ist die Frage, willst du nochmal auf, ich glaube, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ja. Die machen mir eh nicht mehr so viel. Ja, du brauchst noch 5 Angriffe. Ja, aber nach 2 Angriffen kriege ich auch weniger Damage, ne? Weil dann ist ja Dingens weg. Ja, ja. Ja, ja. Struggle Bug. Das greift mich riesig an. Okay. Du kannst nur weitergehen, der Kampf ist gewonnen. Da passiert nichts mehr. Mhm. Oh. Vertrau mir. Nein. Junge, der Kampf ist gewonnen, da passiert nichts mehr. Aber ich würde dir ernsthaft nochmal empfehlen, nicht in die Rolle reinzulaufen. Ja, war nicht mein Plan, weil dann haben wir auf jeden Fall verloren. Ja. Aber du kannst Volteball noch an dem Trainer links, hier links, trainieren. Da über dir ist ein Trainer. Achso, der hatte. Was hatte der denn? Wassermons hatte der unten Laukaps. Ah ja, true. Da ist auch noch ein Item. Ja, den wollte ich ja eigentlich mit Robert machen, ne? Ja, ja, mach ihn doch mit Robert. Warum geht das denn nicht? Ach, ich bin geburnt, ja geil. Gut, dass ich Fletchling als letztes angegriffen habe. Der Burn hätte mich legit killen können. Ja. Okay, schreibt jetzt in die Kommentare, warum ich dumm bin. Oh, ich habe gerade unser ganzes Team getötet. Lauf nicht in noch ein Trainer rein, bitte. Nee, hier ist keiner mehr.
Makuhita ist traurig. Makuhita ist tot. Ist das Gleiche. Willst du mich jetzt anschreien oder später? Ich schreie dich nicht an, dafür habe ich nicht mehr die Energie. Okay. Soll ich riskieren, dass Simi Ronin 2 stirbt? Hey, du bist schneller und Spark killt, oder? Nein, Spark killt nicht. Spark killt. Sagst du? Natürlich killt Spark da. Du bist Sagste. Drei Level drüber, Stab sehr effektiv, Funkensprung. Das war nicht sehr effektiv. Wie jetzt, der ist nicht nur Typ Wasser? Scheinbar nicht, das war neutral. Oh. Dann killt das vielleicht nicht. Ich wechsle mal lieber. Ja, jetzt die Frage, wo kriegen wir noch einen Counter? Ist da noch irgendein Trainer jetzt, den du noch nicht besiegt hast? Ich weiß es nicht. Ja. Den kann ich nicht umgehen. Aber doch, hier. Ganz dunkel, okay. Bitte umgeh einfach alle. Spelltag, okay. Noch ein Kobalium. Oh, wir kriegen einen Starter geschenkt. Oh. Also der ist gerandomized, aber ich glaube, davor müssen wir gegen Professor Bumstings kämpfen. Oh nein, das ist schlecht. Zählt der Kampf? Natürlich zählt der Kampf. Von daher ist die Frage, soll ich die Trainer hier vielleicht nicht doch machen als Training? Na, wobei ich bin Level 19. Die Frage ist, schaffst du die Trainer? Wenn es kein Doppelkampf mit sehr effektiven Mons ist, ja. Ich riskiere das jetzt. Oh nein. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt wirklich... Ja. Ich weiß halt nicht, welches Level der Knecht hat. Ich auch nicht, das ist halt das Problem. Ich weiß noch nicht, was für Mons der hat. Okay, komm, Tangela, das kriege ich hin. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in die reinrenne. Ja, die sind gefährlich as fuck. Ganz ehrlich. Hallo. No offense. Ja. Aber wenn du da reingelaufen wärst, wäre genau das gleiche passiert. Ja. Bleibt in der Außenbahn. Der eine fährt auf der Innen, der andere fährt auf der Außenbahn, genau. Okay. Muss auf das Kind aufpassen. Earth Power! Oh! Earth Power. Let's go. Phew! Ich hab einen Angriffsmove. Oh. Magma Riser, komplett useless gerade. Flammenrad, let's go. Oh damn. Flammenrad ist sick. Oh, Ponita, Dürre. Damn. Actually strong. Ich könnte den Trainer auch encountern. Ja, mach, da hinten ist ein Item hinter. Ich meine, den würde ich auch easy schaffen, I guess. Wir müssen jedes Item aufheben, was wir können. Wow. Vor allem den kriege ich halt, also mit Voltoball nicht, aber wenn ich das erste Mal mit Voltoball kill und dann wechsel, dann sweep ich das Ponita halt auch weg mit Rollout. Ja, true. Aber ich habe ausgewechselt, um Earthbow einzusetzen. Was setzt er in derselben Runde ein? Brüller. Danke. Wild. Die Choppelberry, die habe ich vorhin, glaube ich, auch gefunden. Ich habe ihn sogar umgangen. Neu. Welches Level bist du? 17 und 20. Okay. Ja, Level 17 sind die Trainer hier. Mhm. Da hättest du lieber mit Dingens geleadet. Ne, Level 18 und 20, never mind. Okay. Aber das ist Sonic Boom. Du kannst legit immer mit dem leaden. Wow. Flüß wird diesen Kampf in der nächsten Folge führen und er ist viel zu spannend. Und es ist nicht der einzige zu spannende Kampf in dieser Folge. Seid gespannt.